Art Collective, Joanne and Dirk, better known as Jody, and also widely known for their countless contributions to art and technology, holders of many awards, will be talking to us today about understanding the browser as a canvas of art. And Apache is still Inhaberin von vielen, vielen Please welcome them with a Preisen big round of applause. Für ihre Online-Kunst. Guten Abend, YouTube. Good morning, Google. Guten Morgen, Google. Can you turn your television on now, please? This is a das ist ein Netzwerk von 1991 in den Niederlanden gegründet, in Nijmegen, gemeinsam mit BBS aus Amsterdam, Isobar Network, die blaue Wolke, die blaue ASCII wurde übertragen vom BBS in Amsterdam zu den lokalen Fernsehstationen in Nijmegen. Und dann wurde es über Live-Kameras darüber gelegt. Das war in 1991. Mit Hilfe von DFM, welchen ich bei der galaktischen Hackerparty in Paradiso traf. Also war es ein direktes Ergebnis von diesem Meeting, ohne irgendwas verstanden zu haben. Alternative users of technology. Alternative Nutzer von Technologie. Und die haben ein BBS in Amsterdam betrieben. Welches ich benutzt habe, um das hier funktionieren zu haben. Über dem Sound von dem Modem, das Live-Sound-Modem, der Live-Sound, den es für ein Modem halt macht, war ein Interview. Von jemandem im Studio, die lokale Nummern in der Stadt angerufen haben und sie gefragt haben, bitte den Fernseher auf. Diese Übertragung wird eben gerade gesendet, seht ihr die blaue Wolke? Und die meisten antworteten positiv, ja. So basically this is about Jody. Das ist Jody.org. Grundsätzlich über Jody.org. Joan and Dirk meeting at Joan Art School Dirk in meeting the Netherlands. At Art School. Seeing a basement in with computers which were meant for the design department to use to design posters. Ein paar Computer, die für das Design Department verwendet werden sollten. Yeah, we investigated it further and it brought us to San Jose State University, which is more or less the capital of Silicon Valley. We entered the class there in 1992. We saw the beginnings of the web there, so we switched our attention from working on und local, veränderten unseren Schwerpunkt von lokalen Computersystemen mit CD-ROMs und so weiter. For using the distribution medium of the web, und haben umgesattelt auf das Distributionsmedium des Internets. Because that's what it was all about for us. Das war es, that is more was or less alles für uns, leaving the art drehte. System aside and learning neben from the local television das lesson. Kunstsystem which was a lesson taught by video artists 20 years before, that you could work schon against von television zuvor, by making alternative formats of television alternative Formate and broadcasting it Fernsehen on local channels, auf lokalen cable, Sendern ausstrahlen, art Kabel, cable, Fernsehen, art cable, Fernsehen. So that's our work on the web by using the website und im Internet
Wir haben da die Website verwendet. Abnormal use, if you want. Abnormale Benutzung. Or an investigation of what the medium wenn man so bezeichnen was, mag, um herauszufinden mehr über das Medium. Of the generations yeah. before. Und yeah, this festzustellen, dass es eine Gabe von Generationen zuvor war. Damals war früher alles blinkend und hier ist das Source, der Quellcode und da sieht man ASCII-Zeichen folgen. Eine Rakete. Wir gaben das dann zu Yahoo und sagten, ja, bitte lernt mal programmieren. Weil das Ergebnis, diese Seite ist das Ergebnis eines einfachen Fehlers, nämlich die Klammer zu schließen nach dem Preformat-Tag. Und das ist einer der einfachsten Lektionen, die man lernt. Wir haben da herumkopiert und da war ein Fehler und da haben wir darauf vergessen, diese Klammern wegzulassen. Und dann statt dieser ASCII-Bomb schön grün auf blau darzustellen, kam es eben so heraus, wo der Browser gefüllt wurde, komplett. Wir waren verwundert, weil das so ein einfacher Fehler war. Aber zur gleichen Zeit hat es gezeigt, dass mit dem Browser der Browser nicht unbedingt nur ein fixes Fenster ist. Wenn jemand seine Browser auf unterschiedliche Größen anzeigt, dann fließt das nicht nur auf die Seite, sondern füllt immer den ganzen Raum, unabhängig davon, ob man es größer oder kleiner macht. Das digitale Material, aus dem die Website entstanden ist, ist natürlich HTML. Die Zeichnungen waren innerhalb des Codes beide Ebenen waren übereinander verkehrt herum. Das war vor 20 Jahren. Wenn ich mir das heute ansehe, dann sieht es danach aus, dass es aus vielen Elementen besteht, die noch immer im Internet existieren. Es gibt ein Excel-File. Jetzt lädt es gerade was herunter. Besser nicht heute. Da gab es Items darin, unterschiedliche Elemente. Das war prinzipiell Teil der größeren Webseite. Am Anfang, wie wir diese Webseite erstellt hatten, NetArt, für dieser Term, diese Definition existierte noch gar nicht. Wir waren da in ein paar Jahren von und wir haben uns damit beschäftigt, was eine Website ist. Eine Website hatte viele Navigationen in sich und es hatte verschiedene Menüs und dann sind wir hierbei angekommen, also bei GoodTimes. Und es gab da auch Wurmessen da drin und natürlich AGBs, die man akzeptieren musste, bevor man auf die Webseite kam. Ja, seit der Webseite Good Times haben wir uns dazu entschieden, uns entschieden, einen Terminal einzubauen. Das Ganze geht einfach weiter und zu der Zeit
gab es da den Hacker Mitnick und er war wirklich ein Gott. Und er hat die Dateien hier online gestellt. So, don't know die Frau zu erzählen, ne? Yeah, and there were war images. Und es gab Bilder. Wir hatten absichtlich natürlich diese, haben diese Bilder kaputt gelassen, um die Elastizität über die Größe der Browserfenster auszunutzen. Also das Interessante waren nicht die Bilder, sondern eher, wie wir den Raum ausnutzen. Deswegen gab es keinen Grund, das Bild überhaupt anzuzeigen. Man konnte einfach man konnte einfach die Größe und die Breite ändern, zu was auch immer man wollte, und einfach einen falschen Namen eingeben oder ein falsches Format, und es hat einfach man hat es einen Fehler angezeigt. Wir hatten Spaß damit. Wir hatten Spaß damit, dass Sachen kaputt waren. Vor allem also Teile der Website, was sie in anderen Arbeiten fortgesetzt haben. Es kommt darauf an, was sie jetzt zeigen wird oder was ich sagen werde. Oh yeah, this is based on das basiert auf einer Webseite, die wir hatten, die automatische Downloads in sich hatte. Es war Software, die automatisch runtergeladen wurde und auf dem Desktop platziert wurde. Nach einer Zeit, wenn man das geklickt hat, hat es angefangen, hoch und runter zu scrollen und den Bildschirm zu übernehmen. Es hat sich also wirklich verhalten wie ein Virus verhalten. Also wie sich ein Virus verhalten sollte, in einer sehr visuellen Weise. Es war relativ schwer, um das Ganze auszumachen. Es gab Geschichten von Leuten, die dadurch ihren Computer zum Reparieren gebracht haben, und die Webseite lief trotzdem noch weiter. So, that was OSS. Das war OSS. OSS.jody.org. OSS Jody. Es hat uns auch ein paar Probleme gebracht mit ein paar Internetanbietern, weil wir dann mussten wir den Webhoster wechseln, weil wir eine E-Mail geschickt haben, wo wir zugestimmt haben, dass nichts Ungewöhnliches passieren würde, als wir den Vertrag unterschrieben haben. Und das haben wir natürlich gebrochen dadurch. Das war dann die Nachricht, die wir bekommen haben. Wir haben daraus einen Plakat gemacht, wo Leute darauf reagiert haben. Und viele waren dafür und andere waren dagegen. Das ist ja total nervig, dass diese Leute bestraft werden sollten und zumindest von diesem Webhost entfernt werden. Und dann gab es natürlich Leute, die auch meinten, das ist Kunst und das sollte so bleiben. Ja. Ich denke gerade über die Zeit nach, wo NetArt existiert hat. Thank you, Alexei. Vielen Dank. Thank you, Heath Bunting. Thank you, Vuk Choshik. Vielen Dank. Jahre später haben wir einen Poke-Aktion gemacht, wo man den Daumen auf die Kamera gedrückt hat und wo es direkt hochgeladen wurde. Und das haben wir mit Leuten gemacht haben. Und plötzlich gab es Leute, die das einfach hochgeladen haben. Und es gab einfach diese zwei, drei, drei
3-Sekunden-Videos als Kommentare auf YouTube, wo Leute ihren Finger dagegen gedrückt haben. Und am Ende haben wir die gesammelt, um daraus einen Film zu machen. Da hatten wir diese Menge an Daumen. Und da kann man zufällig sehen, wo die verbunden sind. Also wo sie kommentiert wurden, aber man weiß, es war total zufällig. Ich weiß nicht, ob das unter Pornos fällt, aber... So that whole movie is, der ganze Film ist almost one hour, fast eine ganze Stunde lang. That's more for the experimental cinema. Das ist eher für so experimentelles Kino. But, yeah, okay. Something which is also really interesting. Auch was wirklich interessant ist für uns in der Geschichte des experimentellen Films. sind die nervenden Sachen. Like a white screen forever. Wie zum Beispiel ein Widescreen, der für immer läuft. Was ist, das ist eine Version von Quake, die wir gemacht haben. Alles, was wir machen, kommt immer von irgendwo her. Und es benutzt halt Film als Negativ. Und die Version, die wir mit Quake gemacht haben, hatten wir White Quake, was ein Level aus Quake ist, was total breit ist. Und man denkt, es passiert nichts, aber es ist das erste Level von Quake. Und das Sprite ist white. Und es ist einfach weiß. Und dann wird das Blut weggebrannt. Das heißt, man hat alles, was man vor sich hat. Also man hat alles vor sich, aber ist alles weiß. Und mit an ein paar Gewohnheiten gab es Spiele, die das Level einfach spielen konnten, weil der Sound immer aus derselben Ecke kam, konnte man recht weit in dem Spiel kommen, einfach nur mit einem weißen Bildschirm. Just at the, yeah. Nee. Moet je even die wrong browser tonen? Wir haben angefangen mit dem Internet, mit der Internetkunst, als es nur 4 mögliche Domain-Erweiterungen gab. .com, .net, .ad und .mail, was nicht für die Öffentlichkeit war. Und in dem Moment, wo sich das geändert hat, wo plötzlich die Geografie dazu kam, war das ein Schock und eine kleine Enttäuschung, weil eine nationale Geografie in das Internet kam. Das, was bedeutet, dass es reguliert werden konnte auf einem nationalen Level. Daher haben wir entschieden, einen Browser zu machen, den wir Wrong Browser genannt haben. Das ist Wrong Browsers. Well, ideally we wanted to make sollten ideell one for every sollten, domain wir, extension. Wir wollten einen für jede Domain-Erweiterung machen. Das ist wrongbrowser.org und es gibt einen und wir haben einen .com Browser gemacht, einen .nl, einen .brasil. Wir haben irgendwie 8-9 Browser gemacht, wo die konzeptuelle Intention dahinter war. Es war ein für jede Domain-Erweiterung zu machen. It's automatic, so it's, es ist automatisch. Auch weil das Netz sich mit Adressen gefüllt hat, dass es sich zufällig 4-5 Letter-Kombinationen gab. Or .us. Yeah. Well. 3 letters. Then Joan knows because she made it. And I'm just talking und about Joe weiß davon, weil sie es gemacht hat, und ich rede darüber praktisch nur. Das ist was ich wirklich sagen wollte, dass es während der Zeit, wo wir das gecodet haben, die verschiedenen Projekte,
war es noch kein Moment jetzt, weil ihr die App noch nicht gesehen habt. Aber die Programmierung ist von Joan gemacht, weil sie ein Coder-Girl ist, wie ich denke. Aber ich bin mir sicher, aber praktisch alles. Das ist die Wahrheit. Ja. Manchmal fragen wir für Hilfe. Am Ende war es sehr viel von Jones Arbeit. Das ist der .Korea-Browser. Wir haben noch 10 Minuten, das heißt, wir müssen jetzt ernst machen. What does that mean? Okay. Did that. Haben das schon erledigt? Das schon erledigt. Wir haben eine Show zusammengesetzt, die hieß Webcrash, das war in 2008, wo wir nur einen Banner brauchten. Und wir haben sind dann durch den Ort gelaufen. Und das ist CCC-Banner. Das ist euer Banner. Die Idee davon war, eine Netzausstellung zu machen. Es war klar, dass kein Nutzen war, Computer darzustellen. Aber wir mussten halt was mehr machen als einfach Bildschirme. Das heißt, wir haben praktisch das Design behalten, von diesen Originalseiten zu behalten, und wollten eine Demonstration machen. Vor 2 Jahren haben wir das Gleiche in China gemacht, wo wir ein paar Banner uns besorgt haben. Wir haben motivierende Banner gemacht. We still don't know if they agree, because we put them like kind of official. Wir wissen nicht, ob sie damit übereinstimmen. Wir haben das nicht auf offizielle Webseiten gestellt. Yeah, I skip that. Überspring das. Yeah. Das ist eine der minimalistischen Ansätze. I guess it sums up the life of a net artist. Das fasst das Leben eines Netzkünstlers zusammen irgendwie. Die Tata auch? Ja, die auch mal, als wir dann toch bezig sein. Text Edit. About Text Edit. You have to put it a bit louder. Man muss es ein bisschen lauter machen. Ich kann es nicht lauter machen. Please Google this for me. Wenn ihr es sehen wollt, googelt es einfach. Utility. Finder. Fontbook. Grab. Screen. Selection. Timed screen. Import image, mail. Und es hört sich vielleicht an wie eine Computerstimme, aber es ist der Sound Darsteller von Quake, von Duke Nukem, Entschuldigung. Und er hat so ein Soundpaket gemacht für die ganzen Programme. Yeah, and we asked him to put as much emotion in it und as he was doing. Er hat wirklich so viel Emotion da reingesteckt, wie es sich anhört. Yeah. Yeah. This is actually like, das ist tatsächlich normalerweise. It comes from es kommt browser, aus diesem einem Browser, dass die Domain Names pro Land gemacht waren. Wurden. Und jetzt kann man internationale Satzzeichen haben. Also internationale Domainnamen haben kann. Und wir haben die Einzelbuchstaben reserviert für. Ja.
Da gibt es fast nichts, aber es ist ein Buchstabe. Es ist tatsächlich, das ist, wo der Titel der Präsentation hierher kommt. Also, dass Apache normal funktioniert. Wir haben gefunden, dass diese Sprache, wo wir die Buchstaben auswählen, sind die meisten Buchstaben Inuit oder Chinesisch. Und Apache also tatsächlich ist dahinter eine ernsthafte Intention dahinter. Also um damit zu beginnen und im World Wide Web zu arbeiten und was das Ganze macht. Und wir haben das Ganze ein bisschen vernachlässigt im Betreff auf die Medien vernachlässigt. Wir haben ja gesagt, dass wir nicht genug gemacht haben, um zu zeigen, was dahinter steckt. Was ist der Server? Wie funktioniert das Ganze? So, wir haben versucht, das als Thema zu nehmen, wo wir immer noch dran arbeiten. Wir versuchen Aufmerksamkeit drauf zu ziehen, also auf was hinter den Szenen passiert. Ich habe herausgefunden, wenn du den Server reintust, und wie sich herausstellt, haben wir einen Apache-Server. Das ist der Grund, warum das Ganze normal funktioniert heißt. Das sind alles leere Dateien, nur die Erweiterung hat sich geändert. Das sind Sachen, wo ich mich mit Joan trennen muss, weil das verstehe ich nicht. Das ist HTML. Ich bin mir sicher, dass es hier jemanden gibt, der versteht, wie das Ganze funktioniert. Das ist die leere MP3-Datei. Und hier haben wir jetzt einen Film. SVG, Und hier haben wir einen SVG. It's a vector file. Es ist eine Vektordatei. Und hier haben wir Text. Wir noch hier leben schnell die abrufen. Ich denke, er muss stoppen. Hi. Hallo. Hallo. Was ist? Yeah, there is a talk going on, basically. I can imagine you didn't notice, but... Ja, hier ist der Vortrag. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie du es nicht mitbekommen hast. Okay, we want to show the app just to close down. Wir wollen auch die App zeigen. Moving performance app, wir haben so eine bewegende Performance App gemacht. Just for people to act. So there are instructions like 10, 12 instructions you need to follow. Es gibt da 12 Befehle, die man ausführen soll. Und das ist eine Gruppe von Leuten, die das machen. Und zwar sehr schön. Kann man denn das ein bisschen lauter machen, weil wir werden hiermit wahrscheinlich aufhören, denke ich. So that's Billy Rennekamp, das ist Billy Rennekamp vorne. Das ist der Erste, der fertig ist. That's
Das ist die Anweisung, wo man zehnmal ins Mikrofon pusten muss. Und es muss ein bestimmtes Level erreichen. Und wenn man das Level nicht erreicht, kann man nicht zur nächsten Übung kommen. Again, he's sticking in. That's not more open. I know. That microphone's open. What? That's the one open. Okay. Die Person in der Mitte hat herausgefunden, dass man das Ganze bescheißen kann. Und die Anweisung sagt, man soll sich 10-mal drehen, aber sie hat herausgefunden, dass man einfach den Sensor drehen kann. We're gonna stop here because und hier werden wir aufhören, weil die Zeit vorbei ist. Thank you for the impressive talk. Vielen Dank für den beeindruckenden Vortrag. Das war es dann auch von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Vortrag Joe D. von Joe und D. Und die deutsche Übersetzung mit Fritz und Nini.